Ein wunderschönen guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf Deutsch. In diesem Format will ich euch in 5 Minuten erklären, wie die Luftfahrt funktioniert. Meine Videos werden immer 5 Minuten gehen und werden immer am Donnerstag um 14 Uhr deutscher Zeit hier auf meinem Kanal erscheinen. Warum? Wie viele von euch wissen oder wie man schon sieht, ich bin gerade in der Ausbildung zum Piloten. Bin so gesagt am Ende schon, habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil nur Instrumentalflüge übrig sind. Heißt, ich muss Stand jetzt 57 Stunden auf einer Cessna 172 fliegen. Da das etwas länger dauert und so, habe ich mir gedacht, fange ich mit YouTube an und erkläre euch wichtige Sachen über die Luftfahrt. Warum mache ich das? Ich mache das, um euch die Luftfahrt etwas näher zu bringen, beziehungsweise andere Leute dazu motivieren, auch Pilot zu werden. Für mich war das auch nicht einfach. Ich habe als erstes Koch gelernt und habe mich dann umentschieden, Pilot zu werden. Was heißt unentschieden? Es war immer ein Traum, Pilot zu sein, weil Pilot ist einfach der geilste Job für mich. Dieses Format wird in 2 Teile unterteilt werden. Der erste Teil wird sein, dass ich euch Dinge über die Luftfahrt erkläre. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Oder unten in der Beschreibung ist auch eine E-Mail-Adresse angegeben, wo ihr mir sehr gerne eine E-Mail hinschreiben könnt und sagen, hey Daniel, kannst du mir das mal erklären? Dann stelle ich mich hier wieder vor mein Greenscreen und erkläre euch Sachen über die Luftfahrt. Ein anderer Teil ist, wie wird man Pilot, beziehungsweise wie bin ich dazu gekommen, Pilot zu werden? Wo soll man sich bewerben? Wie kann man alle Tests bestehen? Und was brauche ich dazu? Das werde ich alles in diesem Format erklären. Okay, kurz zu mir. Ich bin Daniel, ich bin gerade 24 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum kommerziellen Piloten. Also werde ich Ende des Jahres Pilot werden und vielleicht sehen wir uns dann schon auf einer eurer Flüge. Ich habe als Koch angefangen in einem Restaurant in Rostock an der Ostseeküste. Es war aber immer nicht mein Ding. Es war nicht meine Sache und ich habe mich nicht richtig wohl gefühlt. Obwohl ich Kochen liebe, war es immer nicht das Richtige, weil mein Traum war, immer hoch hinaus in die Lüfte und jedes Mal, wenn ein Flugzeug vorbeigeflogen ist, stand ich wie ein kleines Kind und habe einfach in den Himmel gestarrt und dieses Flugzeug verfolgt und mir einfach so gedacht, das will ich auch mal machen. Deshalb mache ich jetzt meine Ausbildung zum Piloten in Vilnius. Vilnius ist die Hauptstadt von Litauen. Warum ich hier bin, was das mit der Akademie hier zu tun hat, warum ich das nicht in Deutschland mache oder in Griechenland, dazu kommen wir später in einem meiner folgenden Videos nächste Woche. Warum mache ich diese Videos auch auf Deutsch? Naja, es gibt viele Leute, die verstehen kein Englisch oder ihr Englisch ist nicht so gut. Deshalb will ich auch alle Leute damit erreichen. Also es hat nicht nur was mit der Luftfahrt zu tun, aber ich will euch motivieren, um euch zu sagen, dass ihr einfach euren Träumen folgen sollt. Und wenn ihr einen Traum habt, dann solltet ihr ihn packen und ihn so lange verfolgen, bis ihr euer Ziel erreicht habt. Das ist eigentlich der Grund, warum ich diese Videos hier mache. Auf jeden Fall bleiben meine Vlogs auf Englisch und meine 5 Minutes Aviation Explanation Videos auch. Aber wie gesagt, ich mache dieses Format auch, um euch in Deutschland zu erreichen. Wenn ihr in der Luftfahrt seid, habt ihr die Wahl zwischen einem ATPL, also einem Air Transport Pilot License oder einem PPL. Ein PPL ist die Privatpilotenlizenz. Also, wenn ihr einfach einen Schein wollt, damit ihr euch ab und zu mal ein Flugzeug mietet und mal mit eurer Familie oder mit eurer Freundin fliegen wollt, ist es nicht dringend notwendig, dass ihr Englisch sprecht. Natürlich ist das gut, aber es ist jetzt nicht die größte Voraussetzung. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf eure Fragen, auf eure Anfragen. So, dann kann ich euch wichtige Dinge über die Luftfahrt erklären. Ich hoffe, dass ihr dieses Format mögen werdet. Ja, und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir bitte ein Abo da. Dann liked bitte das Video,
Schreibt mir einen Kommentar eure Fragen und dann werde ich darauf reagieren. Danke, Joyner. Yeah, actually, you can go now to the right. Follow there and then join the highway to Royal Road.